Yo, servus Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Forts Erklärformat. Ja, ich hoffe, euch geht es gut, denn heute schauen wir uns Choggenoth an. Keine Ahnung, wie man den richtig ausspricht oder sie. Jedenfalls schauen wir uns das heute mal an. Ist auch wieder ein Commander, der seine Rolle nicht unbedingt im Ranked oder im Multiplayer gefunden hat. Da sind ja eher andere Kommandanten am Drücker. Trotzdem schauen wir uns alle mal an und wir schauen mal, was sich durch die Fähigkeiten vielleicht so an neuen Taktiken ergibt. Ja, wenn euch das Video gefallen sollte, lasst doch gerne ein Like und ein Abo, da solltet ihr es noch nicht getan haben. Es ist kostenlos, ihr könnt euch immer umentscheiden und ihr würdet uns mit einer Menge helfen. Vergesst auch nicht, bei uns auf Twitch vorbeizuschauen, da haben wir die Videos ja vorher mal einen kleinen Ankündigungsfehler gemacht. Da haben wir mal gesagt, lasst ein Abo da auf Twitch, aber dann wurde ich von Tiny darauf hingewiesen, dass ein Abo auf Twitch das kostenpflichtige ist und nur ein Follow kostenlos ist. Natürlich sind wir keine geldgeilen Arschlöcher, die jeden Cent aus euch rauspressen wollen, sondern wir sind selber arme Schlucker und wissen jeden Euro zu schätzen. Deswegen hier die Korrektur. Schaut in die Beschreibung auf unserem Twitch-Kanal und lasst ein Follow da. Denn der ist nämlich kostenlos, ihr könnt euch immer umentscheiden und ihr würdet uns eine Menge helfen. Ja, und ich würde sagen, wir schauen mal rein, was Schocke noch so zu bieten hat. Wir gehen direkt mal in die passiven Fähigkeiten rein. Schilde absorbieren Energie von Laserwaffen. So, wir sind jetzt hier auf Standard unterwegs mit dem Steffen, der uns hier das Video ermöglichen wird, indem wir jetzt hier auf die Schilde schießen und wir uns angucken, wie diese Absorbierung funktioniert. Okay. Ja, das theoretisch ja, aber wir hatten volle Lager im Moment. So, jetzt machen wir. So, wir sehen jetzt hier, dass der Balken aber ganz schnell zunimmt. Tempo 1021. Und der Schuss komplett hier in den Schilden drin verschwindet. Der wird zwar nicht reflektiert, sondern wird absorbiert. Aber das, wenn der Gegner da reinschießen sollte, ist das ein ordentlicher Energy Boost, den man mitnehmen kann. Und das ist an sich schon mal was Nices. So gibt es auch keine ungünstigen Abpraller in Richtung Teammates oder ähnliches, was man hier auf den Goldspammern, bei den Goldspammern ab und zu mal sehen kann. Wir machen lieber weiter. Die maximale Gruppengröße ist auf 4 erhöht. Und da zeigen wir auch direkt mit, dass Kreissägen gruppiert werden können. Denn das können die normalerweise nicht. Und mit diesem Commander geht das. Und was kann man damit machen? Nun, wir haben die jetzt hier einmal voreingeämmt, dass sie auf eine Stelle schießen. Denn normalerweise, wenn man quasi den ersten Schuss macht und die gruppiert vorher und die nicht einämmt, dann fliegen die Kreissägen quasi genau in dem Abstand, wo die Kreissägen übereinander stehen, auch übereinander her. Das ist nicht wie bei Kanonen, dass die manchmal durch Lack oder so sich zu einem Schuss punktieren, sondern die fliegen übereinander her und dementsprechend nehmen die auch übereinander dann das Holz raus. Aber eigentlich möchte man ja in einer Holzreihe möglichst viel Schaden anrichten und da durchsägen, um vielleicht die darüber liegenden Strukturen mit runterzureißen. Ja, und wir schauen uns das jetzt mal an, wir drücken jetzt hier mal die 1 und jetzt haben wir hier 4 Buzzsaws. Es geht auch mit jeder anderen Waffe, die man gruppieren kann, aber wir haben jetzt hier 4 Buzzsaws und schießen mal damit. Und sehen, dass da ordentlich was weggeht. Wir haben jetzt vielleicht ein bisschen schlecht eingeämmt davor. Aber ich denke mal, das Prinzip ist klar geworden. Und das ist auch was, was relativ zerstörend sein kann. Vielleicht kennt man das, wenn man 20 mm spielt. Und man kann immer nur maximal 3 20 mm auf einmal schießen. Hier sind sogar 4 Stück möglich. Und da kommt ordentlich was auf den Gegner runter. Und damit kann man auch wirklich was anfangen. Fässer können gebaut werden, um unzusammenhängende Strukturen zu kontrollieren. So, wir sind jetzt hier auf Abyss und das ist mir, wo man nämlich das mit dem Fass sehr gut zeigen kann. Denn wo ich das erstmal gelesen habe, hat mir das eigentlich gar nichts gesagt, was das jetzt genau zu bedeuten hat. Aber es hat was sehr Gutes zu bedeuten. Das schauen wir uns jetzt mal an. So, wir haben jetzt hier auf Abyss diese typische Exploration nach oben. Und da ist es ja oft so, dass man das absichern muss. Dagegen, dass der Gegner die Verbindung abtrennt zu den Minen oder zu whatever da oben auch ist. Denn das ist ja jetzt ressourcenintensiv hier auf dieser ganzen Strecke Metall oder so drauf zu machen. Und der Gegner wird sich dem annehmen und versuchen, das abzutrennen. Aber wenn der Gegner das jetzt abtrennt, dann sind wir immer noch verbunden. Obwohl wir keine Holzverbindung mehr haben, denn das Fass verbindet quasi alle Strukturen auf der Map, auch also mit unserem Kern, das heißt, wir haben noch Zugriff darauf, auch wenn die nicht mit Holz miteinander verbunden sind. Ja, und das ist natürlich auch wieder was, wo man sich eine Menge Ressourcen spart einfach. Man muss das nicht absichern, gar nichts. Und trotzdem kann hier oben weitergearbeitet werden.
Man sollte allerdings ein bisschen aufpassen, denn wenn das explodiert, man sieht schon das Brandlogo da drauf, macht das ordentlich Schaden. Und da muss man schon ein bisschen drauf achten, wo man das hinsetzt. Vielleicht nicht in einer Kombo mit einer Batterie oder ähnliches. Das wäre nämlich sehr, sehr schlecht. So, dann haben wir es gesehen. Bum, bum. Immer aufpassen, wo ihr das hinsetzt. Aber ansonsten eine sehr schöne passive Fähigkeit, die man, mit der auch vielleicht nicht jeder Gegner rechnet, die man aber wunderbar einsetzen kann. Und wir gehen jetzt mal direkt rein in die Aktive, denn da passiert was sehr Geiles und was sehr Nerviges für den Gegner. Feindliche Turbinen sind deaktiviert. Das sieht dann ungefähr so aus. Das heißt, die Windturbinen stehen für eine Zeit still und man hat keine Energy Production mehr, außer die aus dem Kern. Aber die reicht natürlich erstmal für gar nichts, wenn man erstmal im Game ist. Und ja, da kann man dem Gegner ordentlich was wegnehmen und das tut ihm auch weh. Und man hält ihn wirklich auch auf. Und das ist ein sehr nicer Teil. Aber als wäre das noch nicht genug, haben wir noch mehr zu bieten. Der Feuerstrahl feuert einen Plasma-Laserstrahl ab. Das 20 Meter Geschütz feuert ein Kanonenprojektil ab und der Feuerstrahl feuert einen Plasma-Laserstrahl ab. Ja, das bedeutet nichts anderes, als dass man die billigere Variante spielen kann von der jeweiligen vom jeweiligen Tech-Tree, aber die teurere schießen kann. Und das ist bei den Lasern besonders krass, wenn man sich überlegt, man muss 400 und 3000 für einen Feuerstrahl ausgeben und für einen Plasmastrahl 1000 und 6000. Ja, da spart man ordentlich was an Resources und man kann sogar die Feuerlaser-Plasmalaser-Kombo spielen, ohne den Plasmalaser zu benutzen. Da spart man mal direkt 600 Metal und das ist ja wirklich eine Menge. Wir schauen uns das hier mal an. Nehmen jetzt hier den Feuerstrahl, halten drauf, aktivieren die Aktive und setzen dann den anderen Feuerstrahl hinterher wie einen Plasmastrahl. Und dann kann man diese Kombi eben so spielen, ohne einen Plasmalaser bauen zu müssen und hat Resources für anderen Kram über, wie Base Defense oder sonst irgendwas. Ja, und das ist auch ein Gamechanger, kann man sagen. Denn 600 Ressourcen, die man an anderer Stelle einsetzen kann, diese Fähigkeit, also es gibt nicht viele Kommandanten, die einem diese Fähigkeit geben. Und vor allen Dingen, man muss sich überlegen, dass man variabel unterwegs ist. Das heißt, man kann sich entscheiden, okay, gehe ich jetzt hier für den Feuerlaserschuss und versuche vielleicht Waffen vom Gegner hinter Stahltüren rauszunehmen. Oder gehe ich für den Laserschuss, also für den Plasma-Laserschuss und versuche den Gegner vielleicht strukturmäßig rauszunehmen, indem ich halt irgendwas durchschieße. Und diese Flexibilität und so weiter in Kombination mit der Ressourcenersparnis macht das eigentlich zu einem sehr guten Commander. Und der Vollständigkeit halber gucken wir uns nochmal das 20 mm Geschütz an, was dann zu einer Kanone wird. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns das mal im Multiplayer an. So, rein mit der Aktiven. Wir sehen hier das 20 mm Geschütz. Und then the magic happens. Bitch! Der muss Mottek noch. Ich wollte angefochten nehmen. Dein All-Time Favorite. Der beste Commander. Wie lange Könnt ihr mein Video zur Ich wollte gerade sagen, wir nur noch, dass die Leute ein Video für angefochten möchten. Könnt ihr euch für den 1. April aufheben? Aber das, ich wollte gerade sagen, das ist ja echt ein gutes Trollvideo. Wo du so voll ernst erklärst, so, was der so kann. Dass er jedes Mal andere Sachen kann. Ja, jetzt verrate es am besten schon alles. Macht er doch. Versuch's. Oh, das war dann. Ach Mann, ich habe mein Wind gerade so dumm geplaced. Ich bin gleich wieder tilt. Everything as always. Never changed. Never change a losing team. Das ist einer von Jogi Löws Motivationssprüchen. Oder
Oder unser Kanalmotto. Ja. Hat er über dem Bett stehen. Never change the losing team. Mit einem Crossing. So einer versucht einen Crossing. Oh, mein Sniper wird nicht rechtzeitig fertig, schade. Ist es true, dass man 46 Blöcke nur braucht für einen Laser? Sehr wenige, ich glaube sogar noch weniger. Und Feuerlaser. Ich bin mal irre und versuch 46. Ich glaube, es geht sogar 43? Ich glaube 43 geht sogar. Wobei 46 safe ist. Er darf aber die Base nicht wackeln. Mann. Das stimmt, die sollte nicht verzogen sein wie Kinder auf RTL. Wie Kinder draußen einfach. Junge, hast du mal die Kinder angeguckt heutzutage? Wie Kinder. Junge, wenn ich an der Bushaltestelle vorbeilaufe, die in der Nähe von der Schule ist, gibt es einfach nur diese Fortnite-Dances. Ich bin einfach immer direkt zu, wenn ich einfach nicht da vorbeilaufe. In erster Linie haben die einfach alle schon ein teures Handy als ich. Das stimmt. Also, ich benutze das alte Handy meiner Schwester und die haben einfach alle so iPhone 14, Alter. iPhone 400. Gibt's das schon? Keine Ahnung, möglich wär's. Das ist die neue Generation. Wir sind die neue Welle. Meine Hosen kommen aus Esslingen und ich werde bitte geil. Ich bin der Faro. Was auf türkische Welle gefasst. Ja, hast du dich gefasst gemacht? Ich konnte es nicht fassen, sagen wir mal so. Wenn du es nicht gefasst machst, wirst du überrascht, ey. Stimmt. Stimmt, ja. Ganz vergessen. Da geht keiner von Jukes oder so, ne? Und nö, muss ja auch nicht sein, ne? Ne, man kann seine Windturbine aber auch mal hinter Stahltüren bauen. Kann man auch mal machen. Kann man machen, ja. Müssen die Aktive noch ein bisschen aufladen eigentlich. Ich bin gleich dabei. Machen wir mit Feuerlasern. Wir nehmen den ersten mit den Feuerlasern raus und dann gucken wir mal, was da so geht. Weil der wackelt schon verdächtig. Ja, wann seid ihr fertig? Ich hab schon zwei Feuerlaser. Die zwei Feuerlaser sind fast fertig bei mir. Ich habe keine Feuerlaser. Das ist nicht schlimm, 20mm ist ja auch schon klar. Ist nicht schlimm, Rocky. Das okay, er kann. Aber lass den mittleren rausnehmen, oder? Ja, meine Feuerlaser sind jetzt fertig. Ja, dann einfach unten rein, würde ich sagen, oder? Oh! Ja, schwer wiegt die Base, die den Stahl trägt, sag ich mal. Der linguistische Boss. Jetzt baut er alles aus Schilden. Bis ich jetzt auf den oberen. Schön geupgradeten Windräder, einfach da will, weg. Da würde ich mich echt ärgern, wenn ich alle Windräder geupgradet hätte. Ja, wenn die aktiv gleich anschießt, David einfach mit der Kanone auf den mittleren und dann ist der weg. Kann die jemand, ja. Boah, das wird nicht reichen. Ja, das sollte reichen. Ja, warte, ich warte, bis beide 20mm reloaded sind. Yeah. So, ich könnte. Ja, dann lass anmachen, oder? Auf den mittleren, ne? Ja, auf den mittleren.
Das hat funktioniert. Ja. Oh, so schnell ist die Aktie wieder aus. Ja, ein bisschen OP, wenn man da. Für Steffen wäre das okay, wenn man damit zweimal schießen könnte, ne? Ich habe ja drei, ich habe nur einen geschossen. Einen Laser von den dreien. Nicht genug Strom. Das ist wirklich nicht die längste aktive. Okay. Das als nächstes den. Na, der obere, der hat schon ordentlich gelitten. Der hat auch Laser mittlerweile. Der untere, der hat jetzt aber halt auch schon ein bisschen was verloren. Dann tun mir alle so ein bisschen leid. Ach. Kein Strom, Alter. Der Aktive ist gleich wieder an. Warte mal, wir brauchen für den unteren die Aktive gar nicht mehr. Oh, guck mal. Kriegt der obere jetzt aber mies, oder? Das müsst ihr im Video erwähnen, wie ich das abgewehrt habe. Das war krass, ich hab's gesehen. Die, der obere hat Schilde. Das hat die Frage genannt. Hey! Er lebt noch! Ich hab dich. Ich hab dich, Budi. Ey, guck mal, guck dir mal bitte an, wie ich die beiden Hobitzer abgewehrt habe. Ja. Den ersten gar nicht. Den ersten gar nicht. Nee. Den habe ich geschluckt. Und den zweiten einfach mit dem 20mm weggeschossen. Warte, ich hoffe mal an. Ja, das war schon was. Der ist auch gerade im Replay. Dass der den überhaupt schießt in dem Moment, ist auch geisteskrank. Es stirbt einfach. Der war verzweifelt. Ich wäre rausgegangen, wenn der getroffen hätte. Und dann einfach noch rausnimmt mit 20mm, ey. Ratzfrech. Das war's auch schon wieder mit dieser Runde Forts-Erklär-Format. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr seid immer noch gesund nach dem Video. Und ich würde sagen, bleibt gesund, bleibt fit und bis zum nächsten Mal.